Hallo und herzlich willkommen zurück in Far Cry 3. Und was ist denn da los? Ja, also eigentlich war ich ja in der letzten Folge zuletzt da auf der Insel und wollte euch noch zeigen in dieser Runde, was in der Truhe ist. Das habe ich aber dann leider schon in den Offscreen gemacht. Ich konnte es einfach nicht aushalten mit dem Geheimnis, was da wohl drin ist. Ja, also, aber wirklich was Besonderes war jetzt nicht drin. Da lag zwar noch ein Artefakt rum daneben, aber ansonsten nichts Erwähnenswertes oder ihr habt also nichts verpasst. Und ich habe mir einen Zusatz für meine, wie heißt es, Sniper gekauft. Jetzt kann ich damit auch zoomen, das ist relativ praktisch. Und wir wollten ja schon vor ein paar Folgen zu dem Funkturm, aber vorher gucke ich hier noch, was da noch so ist. Ich wechsle mal eben zur Waffe, vielleicht ist es besser. Habe ich denn da hoch? Ja. Komme ich da hoch? Hinten höre ich doch was. Oh shit. Nee, treffe ich nicht von hier. Was machen die denn da hinten? Ja, da gehe ich gleich mal rüber. Scheiße, jetzt habe ich unnötig Munition verbraten. Na egal. Ja, wir haben bestimmt noch genug. Oder wir können uns welche kaufen. Hier vielleicht noch welche drin? Spielkarten. Auch schön, auch schön. Können wir uns gleich ans Rommi begeben. Ein Puppenkopf. Was macht ein Puppenkopf in so einer Kiste? Rosa. Okay. Auch gut. Ich will gar nicht wissen, was das hier für eine Bude ist. Sind doch welche. Blub, blub, blub. Glaube, da was war ein Tier da hinten. Ich glaube, ich war da doch nicht rüber. Sicher, sicher. Der werde ich dann auch weggenatzt. Und wir fahren mal mit dem Quad weiter. Alter, sehr Schrott aus. Ja, dann wollen wir mal. Was gibt's denn hier so Tolles? Ich kann es einfach nicht lassen, einfach mal durchzufahren. Ich will möglichst alles mitnehmen. Ja, über Geld freut man sich doch auch immer. Also finde ich schon. Kann man ruhig mitnehmen. Muss ich jetzt hier rechts rüber? Glaub schon, oder? Mein Gott, da sind doch die gewesen. Fahr mal hier hoch. Ganz gewitzt. Wow. Sind wir schon wieder auf dem Schirm. Alter, was geht denn da hinten unten ab? Oh, scheiße. Gar nicht getroffen. Was ist denn hier? So. Tschüss. Was war denn da unten los, ey? Okay. Ich verstehe. Das ist eine richtig geile Höhle. Bevor wir jetzt zu dem Funkturm. Doch, wir gehen zuerst zum Funkturm. Dann haben wir das auch auf der Karte. Das war ungefähr. Da. Nee, das habe ich doch gleich eh vergessen. Ach, scheiße. Gehen jetzt, fahren jetzt da rein. So. Alter. Was ist denn hier los, ey? Brr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 r
Da wollte ich gar nicht drauf. Ich wollte eigentlich einen Screenshot machen. Nicht. Ich habe vergessen, wo ich den mache. Egal. Was denn hier los? Wow. Alter, der Schrank. Wow. Tschüss. Gehen wir mal zu Fuß weiter. Okay, gucken. Ja, tu das. Ich glaube, ich kann die doch jetzt eigentlich auch ziehen. Aber wie genau, weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich gar nicht nachgeguckt. So, was haben wir denn hier für ein schönes Ding? Karte ist ja mega geil. Ist auch noch so eine Höhle. Sprich mit Dr. Earnhardt. Erinnert mich an Bernhard. Bernhard wie ein Rogger. Bernhard wie ein Zogger. Bernhard wie ein Fresh Bear. Bernhard, get us up here. Yo. Jetzt geht's hier nicht mehr auch noch durch, ey. Da liegt ja wer. Krass. Was macht der da? Oh, hier kreisen schon die Geier. Gutes Zeichen, ein sehr gutes Zeichen. Habe ich eine Taschenlampe? Jo, ich drücke auf T und werfe einen Stein. Auch schlau. Jo, gar nicht mal wenig war das. Aber, naja, auch nicht wirklich, wirklich viel. So, springen. Oh, da muss ich gerade husten. Okay. Okay. Oh, holy shit, ey. Schlecht war das denn gerade. Ciao. Kann ich die jetzt nicht schleppen? Habe ich mir das nicht gekauft? Haben wir doch gekauft. Dö. Wo haben wir es? Da haben wir es doch gekauft. Tutorial ansehen. Ah, okay. Drücke F an der Stelle. Ah, mit S, okay. Okay, sofort S drücken, wenn wir den Takedown durchgeführt haben. Das kann ich ja nicht wissen. Alter, war da krumm. Oh, sah ja heftig aus. Okay. Soll ist da? Geil. Richtig krass gemacht. Jo, was gibt's denn noch so also zu erzählen? Eigentlich gar nichts. Wir werden jetzt hier erstmal auf den. Wie ist das denn gerade da hinten gerendert worden? Lustig. Wir werden hier erstmal versuchen, auf den Turm zu kommen. Und ich glaube, ich sehe auch schon einen Weg. Ja, kletter dich da hoch. Kletter dich auch da hoch. Also, wie ihr schon gemerkt habt, gab es jetzt erstmal kein MTA mehr. Müssen wir mal gucken. Weil ja, Kobalt mal wieder Zeit hat. Der hat zurzeit ein bisschen Stress. Also, nicht so ein Stress, sondern so, ist halt beschäftigt. Dann geht's hier hoch. Ja, hier geht's hoch. Oh, Alter. Runtergefallen ist. Hat voll gewackelt hier. Hä? Bin ich denn blöd? Ah, okay.
Okay, hab die Leiter gefunden. Dachte schon, hä, wie geht's denn da hoch? Also nochmal auf das Thema zurück. Also keine Ahnung, wann wir mal wieder aufnehmen. Müssen wir mal gucken. Wir haben ja jetzt auch eine Runde Minecraft schon angefangen. Super Jump. Kann ich euch empfehlen. Sehr witzig. Vor allem, wie wir failen, aber wir haben es im Nachhinein doch noch geschafft. Und jetzt hier hole ich mir erstmal meinen Turn zurück. Zack. Wir haben den Turm erobert und ein neues Stück von der Karte aufgedeckt, was uns bestimmt auch zu Dr. Earnhardt bringt. Ich glaube, der ist hier mit auf dem Kartenteil. Oh, ein Schiffswrack. Erfolg, Funkturm freigeschaltet. Irgendwas Kostenloses? Kaputter Teddybär. Oh, ein Fähigkeitspunkt. So. Yay! Fähigkeitspunkt. Okay. Sprintnachladung. Ja, das ist ganz gut. Dann können wir uns gleich, wenn wir uns heilen, gleich zwei Gesundheitsfelder. Das ist sehr, sehr praktisch. Kurvbogen. SVD. SVD habe ich doch schon hier. So. Okay, oh, ich habe gedacht, jetzt falle ich runter. Das war ganz knapp. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Puff. Alter. Da kann man auch nicht wissen, dass hier unten welche rumlaufen. So gar nicht. Hier mache ich jetzt erstmal einen kleinen Cut, denke ich. Ja, mache ich. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Far Cry 3. Das war ja jetzt auch schon actionreich genug hier. Ganz schön viele Leute kennengelernt unterwegs. Und einen schönen Funkturm haben wir. Ich guck mal, was wir so auf der Karte jetzt haben. Dieses kleine Stück. Und da müssen wir hin. Bevor wir dahin gehen, holen wir uns erst das. Also das seht ihr dann alles in der nächsten Folge. Schreibt in die Kommentare, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was ich noch let's playen soll. Joa. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge bei Far Cry 3. Ciao.